Hallo, heute eine Fragerunde mit Hans-Hermann Hoppe nach seinem Vortrag An Europa der 1000 Liechtensteins, der kürzlich auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Viel Spaß! Wir wissen doch alles, um auf Ihren Schlusssatz oder Ihre Schlusssätze zurückzukommen, wie wir hier sitzen und nicht nur wir, sondern sehr viele Teile, jedenfalls der Teil der Bevölkerung, der etwas mehr denken kann. Dem ist doch vollkommen klar, wohin wir uns begeben. Und das nicht seit heute. Ich frage mich nur, wir reden immer davon, warum tun wir denn eigentlich nichts dagegen? Warum wählen wir nach wie vor immer die gleichen, weil es so üblich ist? Und weil wir gar nicht merken, wie alles nach links geht? Sämtliche Parteien, wir haben überhaupt keine Opposition. Wieso lassen wir uns das eigentlich überhaupt gefallen und gehen wie die Lemminge ins Meer? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Vielleicht muss man nur bedenken, dass die Menschen in diesen Gesellschaften wie Deutschland und so weiter schon von Kindesbeinen an indoktriniert werden, diese Personen, die für diese Sauereien verantwortlich sind, zu verehren, zu bewundern, zu ihren Veranstaltungen hinzugehen, Beifall zu klatschen. Das fängt schon im Kindergartenalter an und gucken sich die Fernsehsendung an, diese Debatten. Das kommt einem vor wie eine Comedy-Show, wenn man... Sie haben vollkommen recht. Und das weiß ich, weil ich so uralt bin und schon diese ganze Entwicklung, die Sie jetzt hier auf uns zukommen, schildern, einmal absolut mit und durchgemacht habe. Ich bin Jahrgang 22. Ich habe also diese ganze Geschichte damals mit der totalen Planwirtschaft, mit dieser vollkommenen, mit dem ganzen Linksdrall, der dann in dem entsetzlichen Krieg endete durch die Nazis. Das habe ich ja alles schon einmal erlebt. Auch damals hatten wir übrigens auch die Emotionen, die wir heute haben, die also immer latent auch geblieben sind. Ich brauche sie nicht zu nennen. Die zwei großen Blöcke der Emotionen, der Anti, das haben wir alles schon, habe ich eigentlich schon alles einmal durchgemacht. Und dann kam ein wenige Jahre der Freiheit und da kam genau diese Wendung, die Sie jetzt geschildert haben. Und der Weg der Freiheit wurde nicht mehr weitergegeben. Der wurde unterdrückt. Niemand hat das mehr gelernt, weder an den Universitäten, in den Fachschulen, geschweige denn in irgendwelchen normalen, also Gymnasien, etwas höher gebildeten Schulen. Nichts. Und was haben die Eltern gemacht? Die fanden das alle großartig. Die haben gegen die Gesellschaft sich gewehrt und haben alles zerschlagen, was mal Gesellschaft war und was mal ein Freiheitsgedanke war. Sie sind willig wieder in dieses Gefängnis gegangen, das aus dem ihre Väter gerade kamen. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ich kann Ihnen nur zu 100%ig zustimmen. Das geht mir genauso. Es ist mir einfach unbegreiflich, dass das so ist. Ich selber sehe das ja auch so daran, wie ich aufgenommen werde. Ich werde als Verrückter gehandelt. Dabei geht es mir so, dass ich das nicht mehr als gesunder Menschenverstand, was ich Ihnen hier vorgetragen habe. Aber der gesunde Menschenverstand wird eben mittlerweile als verrückt bezeichnet. Also danke für Ihren Vortrag. Ihre Einschätzung, dass die Amerikaner Hegemonen sind, teile ich durchaus, aber die Deutschen und die Russen haben eher gezeigt, was eine totale Herrschaft bedeutet. Insofern vertraue ich den Amerikanern durchaus, dass sie pragmatisch aus einer Phase der Unfreiheit wieder in eine freiere Phase wird, als jetzt hineinkommt. Das traue ich ihnen zu, aber das ist nur ein Statement zu ihm. Meine Frage geht eigentlich in die Richtung, dann brauchen wir doch gar keine Banken mehr. Mit dem Digitalgeld kann man es direkt von der Zentralbank machen. Dann kann man direkt abschöpfen, also in dem System, was Sie trefflich beschrieben haben, dann gehen wir doch direkt einen Schritt weiter. Ja, da braucht man nur noch einen Zentralcomputer und dann ist alles erledigt. Genau. Deshalb sage ich, da braucht man nur noch einen Knopfdruck. Dann Frau Merkel und Herr Schäuble, die setzen sich dann hin und drücken drauf und unser Konto ist halb leer. Glauben Sie, das haben die Banken begriffen? Denn ich
kriege das immer selber so mit. Ja. Die meinen, sie wären auch Teil des Systems, aber die Kartendienstleister sind vielleicht viel eher Gewinner. Die Banken sind in dem System gar nicht mehr so notwendig. Ich glaube auch, dass die Banken dann nicht mehr notwendig sein werden. Die Banken rechnen wahrscheinlich damit, dass dieser Prozess sich noch ein Weilchen hinziehen wird. Und es gibt natürlich dann noch andere Funktionen, die auch von ihnen erledigt werden können, also Wertpapierhandel und solche Dinge, die nicht unmittelbar davon tangiert sind. Aber auch die Banken machen sich wahrscheinlich Illusionen darüber. Noch ein Wort zu Amerika. Natürlich ist Amerika auch das Land, das muss ich jetzt, ich habe ja 20 Jahre lang in Amerika gearbeitet. Natürlich gibt es in Amerika mehr Leute wie mich. Mein Lehrer Rothbard ist derjenige gewesen, der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass es in Amerika mittlerweile ein Millionenpublikum gibt für Leute wie mich. Ron Paul zum Beispiel ist gewissermaßen das Produkt des amerikanischen Mises-Instituts gewesen. Wo ist es immer noch? Das Mises-Institut, was bei dem Rothbard sozusagen die intellektuelle Oberfigur war bis zu seinem Tod und bei dem ich dann hinterher auch eine große Rolle gespielt habe, war der Brain Trust von Ron Paul. Und Ron Paul hat diese Botschaft dann popularisiert und daraus eine Massenbewegung gemacht. Das gibt es in Amerika auch. Das gibt es natürlich mehr als in allen anderen Ländern. Aber immerhin gibt es so etwas in Deutschland in zunehmendem Maße auch. Als ich Deutschland verlassen habe, war ich der Auffassung, ich bin der Einzige in Deutschland, der das denkt. Und bin deshalb weggegangen, weil ich wusste, mit dieser Auffassung kriegst du niemals eine Stelle in Deutschland. Das war auch nicht leicht, in Amerika eine Stelle zu kriegen, aber immerhin habe ich eine Professur gekriegt und so weiter. Das war in den Anfang der 80er Jahre bin ich nach Amerika gegangen. Dennoch bin ich nicht optimistisch, was die Zukunft Amerikas angeht. Die Amerikaner, ein Freund von mir hat den Spruch geprägt, was die Amerikaner machen ist, invade the world and invite the world. Auf der einen Seite machen sie Eroberungsfeldzüge auf der ganzen Welt und dann gleichzeitig laden sie sich alle Leute ein, nach Amerika zu kommen, um die Homogenität der amerikanischen Gesellschaft zu zerstören. Und sozusagen die Widerstandskräfte, die so aus dem normalen amerikanischen Bürgertum kommen, gegen Ausweitung des der Staatsmacht, um die zunehmend zu brechen. Es ist leichter, in Amerika, nach Amerika einzuwandern, wenn Sie, was weiß ich, aus Somalia kommen und keinen Beruf jemals ausgeübt haben, als ein Astrophysiker aus England. Wie? Es gibt viele dort. Sind ja, unter den Schwarzen sind viele zum Islam übergetreten schon in den 60er Jahren. Ich denke nur so an Muhammad Ali zum Beispiel. Er hieß früher Cassius Clay und hat sich dann eben zum Islam bekannt. Also es gibt in Amerika sehr wohl islamische Bewegungen. Aber die Gefahr in Amerika kommt mehr aus Südamerika, also die Masseneinwanderung, die aus Mexiko kommt. Aber dieselbe Problematik gibt es natürlich eben in den westlichen Ländern jetzt auch. Wir sehen das hier jetzt ganz deutlich, dass die Migranten, die nach Deutschland kommen, sorgen auch dafür, dass die deutsche Identität zerstört werden soll. Und sorgen dafür, dass eine riesen Sozialindustrie aufgebaut wird. Die Steuereinnahmen müssen dramatisch erhöht werden. Wir müssen ja jetzt
Zehntausende von neuen Lehrern und Leuten, denen die Tischmanieren beibringen und wie man Toiletten benutzt und so etwas. Das muss ja alles gemacht werden. Und natürlich führt das dazu, dass das, was den Deutschen passiert, eben ist einfach verhängnisvoll. Ich kann es einfach nicht begreifen, wie jemand so etwas sehenden Auges zulassen kann. Erstmal den Steffen Krug, dann den Günther de Gier und dann den Herrn Marx. Es geht noch mal, aber ich soll die nächsten trennen. Ja, in die Richtung geht auch meine Frage. Sie leben ja Teile des Jahres in der Türkei. Vor dieser ganzen Gemengelage, die Sie gerade geschildert haben, diese aktuelle Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, kann man das in irgendeiner Form erklären, auch vor dem Hintergrund der Geldsystemkrise, der Finanzkrise, der Bemühungen, eine Art Weltregierung zu schaffen, ein Weltwährungssystem, oder wäre das Verschwörungstheorie? Oder wie ist da Ihre Einschätzung? Also ich glaube schon, sehen Sie, wenn man sich anguckt, woher rührt das Unbehagen an der EU? Das Unbehagen rührt doch daher, dass natürlich die Deutschen irgendwie sehen, es ist ganz schön, Urlaub zu machen in Spanien, aber wir sind eben Deutsche und die Spanier sind eben Spanier und die Italiener sind eben Italiener. Die finden das alle gut, wenn irgendjemand Geld für sie bezahlt, aber sie haben alle noch ihre eigene Identität. Wie kann man den Widerstand gegen eine weitere Zentralisierung Europas brechen, indem man alle Nationen zu einem beliebigen Mischvolk umgestaltet? Dann gibt es eben nicht mehr deutsche Interessen gegenüber griechischen Interessen, sondern Deutschland existiert eben als Deutschland gar nicht mehr. Da gibt es so viele einzelne Gruppen, und die haben möglicherweise dann mehr Verbindungen zu denselben Gruppierungen, die es auch in Griechenland gibt oder die es auch in Spanien gibt oder die es auch in Frankreich gibt. Also der Widerstand gegen weitere Zentralisierung kann dadurch gebrochen werden, denke ich mir, dass man zu einer Völkervermischung kommt. Natürlich, ich würde nicht so weit gehen, dass da irgendjemand sitzt und denkt, ich habe diesen Plan, so wird das gemacht. Das ergibt sich gewissermaßen so Schritt nach Schritt. Man merkt, dass, ja, man noch ein paar mehr, und es gibt natürlich dann auch einige hochrangige Denker, so in amerikanischen Thinktanks, die der Auffassung sind, dass nationale Identitäten etwas völlig Irrsinniges ist. Die auch in Amerika zum Beispiel propagieren, wir sind nicht ein Land, was im Wesentlichen von weißen und englischen Personen geschaffen worden ist, mit anderen europäischen, nordeuropäischen Einwanderern, die dazugestoßen sind und sich assimiliert haben, sondern die der Auffassung sind, Amerika is a proposition nation. Also Amerika steht eben einfach für Demokratie. Und da kann jeder kommen, der will. Ob der sich assimilieren will, ob der Englisch sprechen will, ob der ein angemessenes Bildungsniveau hat, das ist uns alles völlig egal. Und auf diesem Weg sind wir eben auch. Herr Professor Hoppe, mir ist aufgefallen, dass Sie die Worte Pluralismus und Subsidiarität nicht benutzt haben. Muss ich irgendwo draufdrücken? Nee. Und das sind doch zwei ganz, ganz starke Argumente, warum es zum Beispiel einer Gesellschaft oder einem Staat gut geht. Die Freiheit ist ja nicht alles. Also das hätten Sie vielleicht was dazu sagen können. Worauf ich aber jetzt eigentlich eingehen wollte, ist
zwischendurch haben Sie gemeint, warum lassen wir uns das alles gefallen? Also, dass wir halt finanziell so behandelt wurden, dass man ständig die Geldmenge erhöht und diese ganzen Dinge. Da gibt es doch sicher eine Antwort darauf, wir sind doch dahin erzogen worden, und zwar seit Jahrzehnten, von den Medien, und wir haben uns das gefallen lassen. Wer schaut denn heute noch im Fernsehen oder irgendwo in der Zeitung eine Wissenschaftssache an? Jeder guckt Royal Babies oder Fußballs und so weiter. Dschungelcamp. Dschungelcamp, ja, das ist das Allerbeste. Das heißt, man hat uns doch systematisch eigentlich zu Dummköpfen erzogen. Also nicht Sie und mich natürlich, aber... Ja. Aber 90% der Leute fast. Und das ist doch, deswegen wehrt sich doch keiner mehr. Ist das nicht ein, wie sehen Sie das? Ja, sicher. Gut, was soll ich dazu sagen? Was jetzt Subsidiarität und so etwas anbelangt, meine Vorstellung ist, die ultimative Lösung besteht darin, alle Bereiche zu privatisieren. Darüber möchte ich aber jetzt nicht reden, sondern nur sagen, ein Schritt in die richtige Richtung wäre, dass wir eben ein Europa aus 1000 Liechtensteins haben, die miteinander konkurrieren, wo Leute wegziehen können aus einer Jurisdiktion, wo es zu rigoros zugeht, und woanders hinziehen können. Und wir sind natürlich auf dem genau entgegengesetzten Weg. Die europäische Einigung besteht ja darin, dass die Steuerpolitik und die Regulierungspolitik harmonisiert wird. Also in allen Ländern sollen die gleichen Gesetze gelten, sodass es überhaupt keine wirtschaftlichen Motive mehr gibt, von einem Platz zum anderen zu gehen. Unverbindlich, wenn es geht, die Gesetze unverbindlich. Ja, nicht verbindlich. Außer für uns. Außer für uns, ja. Wenn man sich anguckt, die Kleinstaaten sind ja eigentlich die erfolgreicheren. Nicht? Also der Lebensstandard in Liechtenstein ist deutlich höher als in Deutschland. In der Schweiz ist er deutlich höher als in Deutschland. Leider hat die Schweiz den großen Fehler gemacht, dass sie sich von Amerika zu leichtfertig hat erpressen lassen. Meine Auffassung zur Politik der Schweiz ist immer gewesen, die hätten sich doch selbstbewusst hinstellen können und sagen können, wir, die Schweiz, haben seit Jahrhunderten keinen einzigen Krieg angefangen. Wir haben unendlich vielen Leuten das Leben und das Vermögen gerettet, indem wir ein Bankgeheimnis hatten. Natürlich gibt es da auch 3, 4 Gangster, die dabei sind. Aber die meisten Leute, die da ihr Geld hingeschafft haben, sind ganz normale, anständige Leute gewesen, die einfach nur sicher gehen wollten, dass ihr Geld nicht weggenommen wird. Sie hätte wahrscheinlich in der Weltöffentlichkeit eine große Zustimmung erfahren und die Amerikaner wären möglicherweise gescheitert damit. Leider ist das eben anders gekommen, und das Bankgeheimnis ist abgeschafft, und es ist ein und die deutschen ehemaligen Finanzminister haben ja schon mit dem Einmarsch in der Schweiz gedroht, wenn die sich nicht fügen werden mit der Kavallerie, wollte doch, wie heißt das, Steinbrück oder sowas, einmarschieren da. Was das Erziehungswesen angeht, ja, natürlich, das Erziehungswesen muss eben auch privatisiert werden. Es darf eben keine staatlichen Bildungseinrichtungen geben. Die Universitäten müssen eingestampft werden. Die ganzen volkswirtschaftlichen Abteilungen müssen aufgelöst werden. Fächer wie Soziologie, Politikwissenschaften, alles einstellen. Es gibt in Deutschland praktisch, ich würde sagen, 95% aller Volkswirtschaftsprofessoren sind Anhänger des Papiergeldes und der Zentralbank und hängen dieser idiotischen Idee nach, dass man durch Gelddrucken reicher werden kann.
und das, das Konsumieren ganz toll ist, dass man dadurch immer reicher wird. Nur dass man das Sparen und Produzieren, das ist alles so ein bisschen heikel. Wenn wir doch nur mehr konsumieren würden. Und die werden dann in den Zeitungen Top-Ökonomen Bofinger oder Top-Ökonomen sowieso hat gesagt, Zinsen müssen noch weiter runtergesetzt werden, noch mehr Geld muss gedruckt werden. Und wie? Und sparen ist so, nein, wir müssen, dass wir Weihnachten wieder zu wenig ausgegeben haben. Also, dass solche Leute uns vorgestellt werden als der Ausbund der Weisheit, ist mir einfach schleierhaft. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. So, jetzt mache ich hier noch zwei Fragen und dann wechsle ich mal die Seite. Erstmal hier der junge Mann. Okay. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Was meine Person angeht, haben Sie meine Meinung nicht geändert, weil ich Ihnen zumindest bei den Themen schon weitgehend dieselbe Meinung hatte wie Sie. Eine Frage, da Sie Rothbard vorhin erwähnt haben und die internationale Politik. Rothbard hat es immer, so wie ich ihn verstanden habe, als sein wichtigstes Ziel eines klassisch-liberalen Libertären ausgegeben, internationalen Interventionismus zurückzudrängen. Hat beispielsweise deswegen auch nicht Goldwater promotet, sondern Lyndon B. Johnson war, glaube ich, der Gegenkandidat, obwohl Goldwater viel marktwirtschaftlicher war. Würden Sie, da Sie Rothbard ja auch gut gekannt haben, sagen, dass er vielleicht mittlerweile bei den heutigen Vorwahlkämpfen in den USA Bernie Sanders promoten würde, weil der wahrscheinlich... Nein, ich meine, wir hatten mal eine kleine Koalition mit Pat Buchanan, der, was wirtschaftliche Fragen angeht, eher gemischte Gefühle ausgelöst hat bei uns, dessen Hauptprogramm aber war America First. Wir mischen uns in die ganze Weltgeschichte überhaupt nicht ein. Wenn Amerika angegriffen wird, verteidigen wir uns, aber ansonsten ist uns der Rest der Welt egal. Interventionismus. Mit Pat Buchanan hatten wir gemeinsame Auftritte. Ich würde annehmen, dass Rothbard heute eine leichte Sympathie für Trump hätte, aus demselben Grund. Trump ist derjenige von den gegenwärtigen Kandidaten, die am ehesten dafür sind, dass sich Amerika aus der Welt zurückzieht. Allerdings hat er auf wirtschaftlichem Gebiet eben will protektionistische Maßnahmen haben. Das hat Pat Buchanan auch gemacht. Das war immer so ein Knackpunkt, wo man sich also nicht verstanden hat. Das heißt nicht, dass man diese Person sozusagen, dass man für die Kampagnen gemacht hätte. Die Frage war einfach nur, würdest du dir, wenn einer von diesen Personen da gewählt wird, wer wäre dir am liebsten von denen? Das war Pat Buchanan zu der Zeit, der natürlich viel besser war als Trump. Trump ist etwas undefinierbar in vieler Hinsicht. Aber Sanders ist auch ein Interventionist. Der versucht sich jetzt nur von Hillary Clinton etwas abzusetzen, hat aber zum Beispiel, war kein prinzipieller Gegner gegen diese Afghanistan-Expedition und gegen die Irak-Expedition, die die Amerikaner unternommen haben. Ja, also ich würde mir ein bisschen mehr Würze in die Diskussion wünschen und möchte Sie auch ein Stück weit herausfordern. Und zwar haben Sie ja eine apokalyptische Staatstheorie im Grunde entworfen und sie auch in der Praxis ein Stück weit geschildert. Die geht nach meinem Verständnis, wie Sie es gesagt haben, ungefähr so. Die Liberalen der Welt, denen haben Sie eine große Verantwortung zugeordnet, die Liberalen mögen hier aufpassen, die rotten sich am besten irgendwo in der Welt zusammen.
bauen dort einen ziemlich kräftigen Staat, weil da wird ja was geschaffen, die sind ja tüchtig, die statten diesen Staat vielleicht auch nicht unbedingt mit den Mitteln aus, die der Staat braucht, sondern sagen dem Staat, pass mal auf, du wirst besonders aggressiv und fällst über die Nachbarn her, denn wir leben ja auf dem Wohlstand der Nachbarn. So wird dieser Staat immer noch mächtiger und wird zum Hegemon. Und weil diese Liberalen ihren Staat auch nicht kontrollieren, wird dieser dann der Welthegemon und schafft die Weltregierung. Nur dann hört dieses schöne Spiel auf. Ja. Also, haben Sie im Grunde gesagt, das Übel der Welt ist nicht der Staat, sondern sind die Liberalen in dem Staat? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, relativ liberal. Das sind so die Gangster-Klicken, die etwas harmloseren Gangster-Klicken sind, setzen sich in solchen Kämpfen durch. Ich habe das meinen Studenten immer so erklärt, dass Amerika ist doch kein Gangsterstaat und so. Ja, es gibt natürlich auch Unterschiede zwischen Gangstern. Ich habe zum Beispiel, ein Freund von mir ist an so einen Geldautomaten gegangen und hat sich Geld rausgeholt und dreht sich um, stand jemand mit dem Messer da und sagt, gib mir das Geld. Und dann hat er sich mit dem unterhalten und gesagt, es ist jetzt schon richtig spät, ich wollte jetzt noch ein paar Bier trinken, gib mir doch was zurück. Und der hat ihm 20 Mark zurückgegeben. Das ist ein netter Gangster. Das ist so die USA. Es hätte dir auch passieren können, dass sie dir dann noch gegen Schienbein treten und dir die Nase blutig schlagen, wenn du solche Verhandlungen anfängst. Das ist eben Russland gewesen. Also liberal meinte ich nicht, Liberale müssten eigentlich abdanken, wenn es darum geht, wollt ihr die Staatsmacht übernehmen. Sondern nettere Gangster im Vergleich zu übleren Gangstern, die haben sich in der Weltgeschichte durchgesetzt und sind zum Hegemon geworden. So, dann wechsle ich jetzt mal zumindest die Seite, Herr Bolle. Ja, Herr Professor Hoppe, Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag die Kleinstaaterei gelobt, also nachvollziehbar auch gelobt. Im Januar 2015 haben Sie in Frankfurt die Hoffnung auf Sezessionsbestrebungen in Europa geäußert und Ihre große Hoffnung eigentlich darauf gesetzt. Wie sehen Sie das momentan? Sehen Sie da noch eine Chance? Naja, ich denke schon, im Moment ist das natürlich alles durch diese Flüchtlingsproblematik etwas übertüncht worden. Aber die Einsicht, dass bestimmte Regionen für andere Regionen ständig bezahlen müssen, die setzt sich natürlich schon zunehmend durch. Selbst die Deutschen glauben nicht mehr, dass sie sozusagen Geldempfänger sind durch die Europäische Union, sondern sind sich sehr wohl darüber im Klaren, dass es Spanien und Griechenland und Italien sind, die von deutschen Geldern wesentlich profitieren. Fahren Sie mal in Spanien auf den Autobahnen rum, die sind leer und wunderbar, und dann fahren Sie auf deutschen Autobahnen rum. Und meine spanischen Freunde haben gesagt, wir danken euch für das ganze Geld, was ihr uns geschickt habt. Genießt jetzt die schöne Autobahnfahrt auf Spaniens Straßen. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass diese sezessionistischen Bewegungen an Stärke gewinnen werden. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe von Bewegungen. Und nicht alle von diesen Sezessionsbewegungen sind irgendwie von liberalen Gedanken getragen. Also Schottland zum Beispiel würde eine Katastrophe sein, wenn die sich von England trennen. Das sind Sozialisten bis zum geht nicht mehr. Aber dann würden die eben auch sehen, das sind unsere Fehler, die wir gemacht haben. Wir müssen sie selber reparieren. Je größer die Einheiten sind, umso schwieriger wird es auch, und je heterogener die Einheiten sind, umso schwieriger wird es auch für Personen zu lernen.
Also im früheren Jugoslawien zum Beispiel war die Standardausrede, das liegt nur an den üblen Serben, die da der mächtigste Stamm innerhalb Jugoslawiens sind. Im Sowjetreich war das die Standardausrede, das liegt nur an den Russen, wenn die uns da rauslassen würden, würde das ganz anders laufen. Wenn man sich getrennt hat, dann muss man sich die Fehler selber zuschreiben. Also die Entwicklung, was weiß ich, in Kroatien und Slowenien ist eben auch nicht besonders toll ausgefallen. Aber die Serben können nicht mehr daran schuld sein, dass es ihnen nicht so toll geht, sondern müssen die selber sein. In Deutschland ist das leider noch nicht sehr verbreitet. Ich hatte immer gedacht natürlich, dass die auf die Bayern gezählt, dass die irgendwie noch mal, vielleicht wollen sie sogar noch ihren Kini wieder haben. Das wäre mir eigentlich so ganz sympathisch. Und darauf hinweisen, dass sie ja eigentlich nur unter Druck dem Deutschen Reich beigetreten sind und ihre Autonomie wieder haben wollen. Man muss in Bayern eben mehr Propaganda machen. Warum sollen wir die ganzen Sozialhilfeempfänger in Berlin und in Bremen unterstützen? Bayern ist gewissermaßen in Deutschland das, was Deutschland für die Europäische Union ist, der Dauerzahler. Leider ist die CSU da auch ziemlich unterentwickelt auf diesem Gebiet, dieses Thema anzuschneiden und am laufenden Band auf den Tisch zu bringen. Und die Berliner und die Bremer und die Niedersachsen, ich bin Niedersachse, aber eben dauernd beschimpfen, nicht? Das wünschte ich mir. Aber eine andere Hoffnung sehe ich nicht. Außer, dass eben solche Sezessionsbewegungen an Kraft gewinnen. Herr Schubitz. Sie haben sehr sympathisch immer schon mal von der Mark gesprochen. Das hoffe ich, dass das fortsetzt. Nein, aber Sie haben erwähnt, dass Deutschland ein Vasallenstaat ist und das teile ich auch voll. Es wird ja immer wieder behauptet, es gäbe so eine Kanzlerakte, die von Adenauer schon und Willy Weinbrand und anderen unterschrieben werden musste. Glauben Sie, dass die gute Angela Merkel auch irgendwie da was unterschrieben hat, dass wir bis 2099... Ich meine, Angela Merkel ist ein interessanter Fall. Ich meine, es gibt ja Gerüchte, dass sie auch ein Stasi-Agent gewesen ist, also Informant gewesen ist. Und dass ihre Akte ist auf einmal nicht mehr da. Die Karriere dieser Frau ist ja sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Nicht? Normal in der DDR konnte nicht einfach jeder studieren. Insbesondere wenn man aus gehobenen Kreisen kam oder so. Und natürlich, gut, ihr Vater war wohl Kommunist, ist doch deshalb in die DDR gegangen, zu einem Zeitpunkt, als andere Leute schon totgeschossen wurden, die in die andere Richtung gehen wollten. Sie ist FDJ-Propagandasekretärin gewesen. Ich nehme an, dass es über sie Akten gibt und dass die Amerikaner diese Einsicht in diese Akten haben und sie also jederzeit erpressen können. Ich glaube, dass das ähnlich bei Herrn Gauck aussehen dürfte. Dass man jetzt also von Ex-DDR-Personen regiert wird, ist schon ein ganz erstaunliches Ereignis, muss ich sagen. Aber was die Hegemonialstellung Amerikas angeht, so ist das doch einfach, der bloße Augenschein beweist das doch schon. Ich meine, es gibt amerikanische Truppen, die hier stationiert sind. Es gibt Raketen, amerikanische Raketen, die hier stationiert sind. Da stellen Sie sich mal vor, die Deutschen würden sagen, na ja, wir sind doch gleichberechtigte Partner. Wir bauen da auch mal ein paar Truppenstützpunkte in Amerika auf.
Ja, da können Sie sicher sein, da gäbe es einen Massenaufstand sofort. Und nicht nur das, es gibt eben auch amerikanische Truppen in der Türkei, es gibt amerikanische Truppen in Spanien, es gibt amerikanische Truppen in Italien. Es gibt praktisch kein europäisches Land, was keine in Griechenland auch, was keine amerikanischen Truppen hat. Das heißt doch ganz sicher, natürlich ist der ganze europäische und England und Amerika sind sowieso dicke, die haben natürlich auch Truppen in England. Das spricht doch alles dafür, dass natürlich Europa ist im Großen und Ganzen ein Befehlsempfänger Amerikas und die Konzentration Europas in der Europäischen Union macht das natürlich einfach viel einfacher. Ich muss da nicht erst von Berlin nach Rom und von Rom nach Madrid und von Madrid nach Paris pilgern, sondern ich gehe da gleich nach Brüssel und dann wird das alles mit einem Federstrich erledigt. Und dass die Telefongespräche abgehört werden, das weiß doch jeder. Ich meine, die Vorstellung, dass Deutschland ein souveräner Staat ist, die kann man sich sicherlich abschminken. So, jetzt hatte ich hier der junge Mann. Ja, also ich heiße Ralf Belligea. An der Universität Passau habe ich den Hayek-Gesprächskreis gegründet und komme aus München. Sind mir also die Themen vertraut. Der Dr. Günther Didier war auch mal bei uns Referent. Sie sind ja Ökonom und haben insoweit auch Vertrauen in die Marktkräfte und die gelten ja universell, also nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Staaten. Und so sehe ich das durchaus so, dass Staaten insofern schon ein Markt Phänomen sind, denn sie sind ja irgendwie entstanden und sicherlich haben sie Monopole, aber diese Monopole sind immer zeitlich und örtlich begrenzt. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sind ja auch immer wieder große Staaten entstanden und wieder untergegangen. Und da haben sie ja ganz gut beschrieben, dass die Staaten, die nach innen hin noch am liberalsten sind, dann auch stark werden, aber sobald sie illiberal werden, können sie dann natürlich auch wieder untergehen. Und so habe ich schon ein optimistisches Bild, dass der Wettbewerb immer dafür sorgen wird, dass die Menschheit nicht an sich selbst zugrunde geht. Und dann ist es mit dieser Souveränität ja auch so eine Frage, Souveränität hat man mehr oder weniger, aber nicht ganz oder gar nicht. Also ich begreife mich als Individuum durchaus als souverän. Es steht mir frei, die Steuern zu zahlen oder meine Arbeitsleistung wieder entsprechend einzustellen oder in ein anderes Land zu gehen. Steht es Ihnen frei, die Steuern nicht zu zahlen? Ich muss es halt kreativ gestalten, sagen wir es mal so. Und das ist dann auch wirklich eine Frage der Intelligenz und Fähigkeit der Individuen. Ich kann ja meine Sicherheit, also das bedeutet mich zu schützen, kann ich ja nicht von irgendwo extern abhängig machen, sondern muss akzeptieren, dass ich eben selbst dafür verantwortlich bin, muss mir die Rahmendaten anschauen und dann eben für mich das Beste gestalten. Und da denke ich, dass die Menschen, die einen Lebenswillen haben, das auch für sich so begreifen werden und habe schon ein optimistisches Bild, dass sich die Gesellschaft dort, wo sie stark und gut ist, schon aus sich selbst heraus immer wieder erneuern kann. Um da vielleicht ein abschließendes Beispiel zu bringen, da ist es natürlich so, dass Deutschland von seiner Wirtschaftskraft abgibt. Da gibt es Berechnungen, etwa 10% fließen an die Europäische Union. Es kann auch mehr sein. Aber die Länder, die das Geld letztendlich empfangen und dann eben Importüberschüsse haben bei sich, verweichlichen ja auch irgendwo, dass ihre Industrieproduktion schwächer wird und so weiter.
Und es ist, ich denke, am Ende, wenn das Ganze zerfällt oder wenn es hart auf hart kommt, dann steht immer der besser da, der die Fähigkeit hat, zu produzieren und auch noch was darüber hinaus zu verschenken, als der, der diese Produktionsfähigkeit also durch die Geschenke verlernt hat. Also, und da wollte ich eben fragen, ob Sie da sich zu so einer optimistischen Sicht vielleicht auch anschließen können. Also das fällt mir sehr schwer, muss ich sagen. Ich meine, auch, dass man so Staaten als Marktphänomen auffasst. Ich meine, es gibt auch Mafia-Organisationen, die existieren auch. Die zerfallen auch und gibt dann wieder eine andere Mafia-Familie, die aufsteigt. Sind das Marktphänomene oder sind das Gangsterbanden? Sie sagen, gut, Gangsterbanden gibt es eben auch auf der Welt und Staaten sind eben auch Gangsterbanden. Und man versucht sich da so gut wie möglich durchzuschlagen. Mein Optimismus ist da wenig ausgeprägt. Ich muss sagen, ich habe Angst vor denen. Ich habe Angst, dass es meinen Kindern schlechter gehen wird, als es mir geht. Ich habe gesehen, dass meine Eltern, die beide Flüchtlinge waren, die in Westdeutschland angekommen sind, mit nicht mehr als einem Rucksack innerhalb kurzer Zeit wirtschaftlich relativ erfolgreich gewesen sind. Ich habe das in meinem Leben nicht geschafft, so erfolgreich zu sein, wie das meine Eltern gewesen sind. Obwohl ich, mein Vater war Schneidermeister, Handwerker, und ich bin Universitätsprofessor gewesen. Trotzdem habe ich nicht das hingekriegt, was er hingekriegt hat. Es wird also immer schwieriger für Personen in diesem System erfolgreich zu sein und den Kindern mehr zu hinterlassen, als man selber geerbt hat. Insofern bin ich also keineswegs optimistisch. Auch so die Sache, dass man vielleicht verweichlichen dann die Griechen. Ja, vielleicht, das in 50 Jahren, was interessiert mich, was in 50 Jahren in Griechenland passiert? Ich sehe, was die mir jetzt antun. Und ich kann nur darüber lachen, dass welche Witzfiguren da in Brüssel rumlaufen. Der schmierige Schnapsnasen Schulz. Dass solche Leute sich anmaßen, Regelungen und Gesetze zu treffen, die mich persönlich betreffen. Und ich, wenn ich sagen würde, also hören Sie mal, Herr Schulz, was ich Ihnen vorschreiben würde, das ist das und das, das ist nicht mehr als Luft. Wie kann sich jemand, auch Frau Merkel, auch Herr Gauck, was auch immer, wie können sich diese Leute anmaßen, mir Vorschriften für mein persönliches Leben zu machen, ohne dass ich die leiseste Chance habe, irgendwie Revanche zu üben und denen ähnliche Vorschriften zu machen? Das sind doch Witzfiguren, die da rumlaufen. Ich habe jetzt noch drei Wortmeldungen, die ich nehme, und dann gehen wir nach draußen. Das ist einmal der Herr Dr. Koch, die Frau Neumann und der Herr Malisch. Dankeschön. Herr Professor Hoppe, Sie haben über den Hegemon gesprochen. Nur müssen wir nicht auch darüber hinausblicken. Es zeichnen sich Entwicklungen ab, wo die Macht des Hegemons in Frage gestellt wird. Und zwar sind da einmal die BRICS-Staaten, zu denen China gehört, mit großen Devisenreserven in US-Dollar und die darauf aus sind, die Vorherrschaft des Dollars zu brechen. Und wohin führt das? Ich meine, wir haben es gesehen, der Überfall auf den Irak war wohl auch dadurch bestimmt, dass der Irak sein Öl nicht mehr in Dollar abrechnen wollte, sondern in einer anderen Währung. Das Gleiche gilt für Libyen. Und Libyen hat uns, die Afrikaner, vom Halse gehalten. Wir hatten mit ihnen gute Vereinbarungen.
und die Franzosen und die Amerikaner haben Libyen angegriffen und zerstört. Und jetzt kommt die ganze Flut aus Afrika zu uns herüber. Werden nicht wohin führen die Versuche, die Vorherrschaft des Dollars zu brechen? Werden sie nicht im Endeffekt unter Umständen zu einem heißen Krieg führen? Die Vorherrschaft des Dollar wirklich gebrochen wird. Eine Bemerkung noch zu Ihren Ausführungen über die USA. Ich habe auch 4 Jahre in den USA gelebt. Ich habe und meine Erfahrung ist, dass ich die Amerikaner nicht vornehmlich als Amerikaner definieren, sondern aufgrund ihrer Vorfahren. Es spielt eine große Rolle, woher die Vorfahren kamen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo das also exemplarisch sich manifestiert hat. Ich war 1976 zu einer Tagung des Club of Rome in Philadelphia als deutscher Delegierter. Und bei einem Empfang, bei dem auch der damalige Vizepräsident Nelson Rockefeller anwesend war, hatte ich das Glück, aus irgendwelchen Gründen ihm vorgestellt zu werden. Und ich nannte meinen Namen und das Land, wo ich herkam. Und da kam wie aus der Pistole geschossen. Kommt auch aus Deutschland. Ja, meine Vorfahren kommen auch aus Deutschland. Und das war die Reaktion des amerikanischen Vizepräsidenten. Und das hat für mich also einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Vielen Dank. Also zu der Gefahr eines heißen Krieges, die sehe ich auch sehr, gerade weil Amerika auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist und so weiter, ein angeschossener Bär ist besonders gefährlich. Ich hoffe oft, dass Putin klug und weise ist und Amerika irgendwie noch einen Riegel vorschieben kann bei den Bestrebungen, eben auch noch die Ukraine zu destabilisieren und den ganzen Nahen Osten noch kaputter zu machen, als er ohnehin schon ist. Die Situation in Syrien kann sehr wohl in einen heißen Krieg münden. Ich bete, dass das nicht passiert. Was Ihre Anekdote mit Rockefeller betrifft, die Situation hat sich da im Laufe der Zeit etwas gebessert, aber man muss auch sagen, dass zum Beispiel im Ersten Weltkrieg eine systematische Anti-Deutsch-Kampagne gelaufen ist und nochmal im Zweiten Weltkrieg wieder. Während des Ersten Weltkriegs haben viele deutschstämmige Amerikaner ihre Namen geändert, sodass man nicht sofort erkennen konnte, oh, das ist ein Deutscher. Und natürlich mit unserer unseligen Vergangenheit, wird natürlich auch in den amerikanischen Fernsehsendungen immer wieder aufbereitet, nicht das, was die Deutschen alles gemacht haben. Die bekannteste Person der ganzen Weltgeschichte ist Hitler. Und natürlich, jeder Amerikaner, die wissen zwar nichts über die Welt, die wissen nicht, wo Irak liegt, ob das in Südamerika ist oder am Nordpol oder sonst was, aber Hitler, das wissen sie natürlich, das wissen sie natürlich alle. Auch Trump hat übrigens deutsche Wurzeln. Ja, meine Frage, die geht so ein bisschen oder hakt so ein bisschen in die Frage meines Vorredners ein. Wir haben heute sehr viel über die Hegemonialbestrebungen der USA gehört. Die sind ja, was den militärischen Bereich und den monetären Bereich anbelangt, sehr erfolgreich in der Welt unterwegs.
Jetzt würde ich ganz gerne mal Ihre Einschätzung in Bezug auf China wissen wollen. Die haben ja, jetzt hätte ich schon fast gesagt, was das anbelangt, also das Thema Hegemonialbestrebungen, auch ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, setzen da aber auf andere Pferde. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie viel Unternehmen, traditionsreiche Unternehmen, auch nicht nur in Deutschland, auch in Europa mittlerweile in chinesischer Hand sind, ist eine Sache. Wenn ich sehe oder lese, wie, ich nenne es jetzt mal, der Agrarimperialismus in Afrika fortgeschritten ist, wo die Europäer ja komplett schlafen. Da hätte ich ganz gerne von Ihnen, falls das möglich ist, eine Bewertung in Bezug auf die Hegemonialbestrebungen der USA in Bezug auf die Zukunft, aus dem Fokus China heraus gesehen. Ja, das ist eine interessante Frage. Also, die verfolgen aber offensichtlich eine andere Strategie, als die Amerikaner das tun. Nicht? Auch in den afrikanischen Ländern zum Beispiel, das wird ja nicht militärisch operiert. Das ist eine offensichtlich sehr viel klügere Strategie, würde ich auch sagen. China hat natürlich intern große Probleme. Einmal mit Tibet und dann im Westen mit den Uiguren. Das heißt, die konzentrieren sich eigentlich darauf, den Status quo zu halten. Und sind aus diesem Grunde wenig interessiert, vermutlich an imperialen Abenteuern außerhalb Chinas. Das sehe ich nicht so. Also wenn ich mir den pazifischen und südostasiatischen Raum ansehe, auch in Bezug zum Beispiel auf Taiwan, muss ich sagen, also die Spannungen, die sind ja, gut, das bekommen wir in Europa jetzt nicht so mit. Ich denke, das ist auch der Grund, warum sich die USA mit einer Art Wirtschaftspakt zuerst dem pazifischen Raum zugewandt haben, bevor sie sich jetzt mit Europa und TTIP umeinander schlagen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Die kommen halt jetzt dran. Ich denke, dass das gut uns in Europa betrifft, das vielleicht jetzt nicht in erster Linie, weil wir eben hier geografisch angesiedelt sind und eben mit Russland und USA zu tun haben. Aber ich würde sagen, unterm Strich, wie Sie schon gesagt haben, da die Strategie eine andere ist, sie ist eine etwas verdecktere. Wie gesagt, Firmen werden gekauft, das Know-how wird abgezogen. Es werden sich teilweise sogar Grundstücke gesichert, strategische Grundstücke. Könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft, das ist jetzt meine persönliche, ich weiß nicht, wenn Analyse, aber vielleicht Idee, dass China ein entsprechendes Gegengewicht zu den USA bilden könnte, global gesehen, weil ich auch aus persönlicher Erfahrung weiß, dass sich der Chinese dem Amerikaner niemals unterordnen wird. Niemals. Die Chinesen und die Japaner gehören sozusagen zu den stolzesten Leuten. Bei uns ist ja so, dass man am laufenden Band als Rassist bezeichnet wird. Die Chinesen und die Japaner sind Rassisten. Also die halten sich für die Dollsten. Ich wünschte mir auch, dass China ein Gegengewicht zu Amerika bildet und diesen amerikanischen Expansionsdrang zum Stillstand bringt. Die Chinesen, auch so was ihre Strategie angeht, Chinesen sind auf der ganzen Welt verstreut. Haben Sie einen chinesischen Freund? Haben Sie Freunde auf der ganzen Welt? Und sind, wo immer sie sind, gehören sie zu den erfolgreichsten. In Südamerika, in den diversen Ländern da, die Spitzenleute sind fast alles Chinesen, auch teilweise auch Japaner in Peru und solchen Ländern, die auch untereinander eng vernetzt sind, obwohl sie weit entfernt voneinander wohnen. Auch die Art der Finanzierung in China von Unternehmungen ist etwas anders als
in Europa, die Banken spielen eine etwas geringere Rolle, sondern oft sind das Familienunterstützungssysteme. Irgendjemand, ein Chinese in Philippinen wird eben reich und ein Verwandter, was weiß ich, in Südamerika braucht Geld und dann wird das innerhalb von Familienverbänden werden Finanzierungsgeschäfte geregelt. Wohingegen das in unseren Breitengraden fast alles über Banken abgewickelt wird. Diese Strategie halte ich auch für sehr erfolgreich, dass China das so macht. Was so Formosa und Hongkong und sowas angeht, ich meine, in Hongkong haben sie eine relativ vorsichtige Politik betrieben. Als Hongkong seine Unabhängigkeit, was die Briten das zurückgegeben haben, hatte ich angenommen und befürchtet, dass Hongkong untergehen würde. Das ist ja offensichtlich nicht passiert. Sie haben auch so ein paar Wirtschaftssonderzonen, in denen Dinge zugelassen werden, die in anderen Teilen nicht erlaubt werden. Aber ich muss sagen, China ist mir ein fremdes Land. Und ich mache jedes Jahr eine Konferenz im Herbst. Und ich habe auch in den letzten Jahren immer Chinesen eingeladen. Und versuche durch Unterhaltung und durch ihre Vorträge zu lernen, wie Chinesen denken. Die denken einfach anders. Die mir auch sagen, weißt du, wenn ich so sehe, was westliche Journalisten über China schreiben, die haben alle keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann das selber nicht beurteilen. Das ist mir eine ganz fremde Region. Ich fand vieles, was Sie gesagt haben, anregend, vielem auch in volkswirtschaftlicher und politischer Hinsicht kann ich gar nicht folgen, aber da kann man ja diskutieren. Ich will nur drei Sachen ansprechen, die ich etwas schwierig finde. Das eine ist, Sie waren ja offensichtlich lange an der Universität von Las Vegas und haben Amerika kennengelernt, sehr von innen her, auch die großen Vorzüge. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie hier auch ein bisschen schief, finde ich, so einen zu starken Anti-Amerikanismus verbreiten. Ich will das mal festmachen an dem Bild, was Sie gezeichnet haben über die Soldaten, die in Europa stehen. Da gab es ja einen kleinen Vorlauf, wie wir alle wissen, warum die hier stehen. Und ich glaube, jedenfalls ist das meine Einstellung, da bin ich eigentlich den Amerikanern noch heute sehr dankbar, wenn ich an diese Ursache denke. Und deswegen glaube ich, sollte man das nicht so ganz vermischen. Das Zweite ist, ich teile nicht Ihre positive Einstellung gegenüber der russischen Politik und Herrn Putin. Ich bin auch der Meinung, da sind viele Fehler gemacht worden, auch bei der europäischen und amerikanischen Diplomatie. Gar keine Frage. Aber wenn Sie sagen, Sie setzen große Hoffnungen auf die Weisheit von Herrn Putin, dann finde ich... So habe ich das nicht ausgedrückt. Naja, das klang aber so. Nein, so habe ich das nicht ausgedrückt. Ja, dann ist es gut, dann haben Sie es jetzt korrigiert. Er hat gesagt, er setzt große Hoffnungen auf den Herrn Putin, dass er also jetzt verhindert, nicht groß hoffe, ich dass die Amerikaner... Ich ja, ja, also gut, dann habe ich Sie... Dann habe ich Sie vielleicht... Ja, ja. Dann haben wir es ja jetzt vielleicht etwas klarer. Ich will nur sagen, das, was eben in der Ukraine passiert ist und auf der Krim, das kann man eben, finde ich, als jemand, der für an Demokratie, Freiheit und Menschenrechte und Völkerrecht glaubt, halt auch nicht billigen. Und deswegen sollte man das vielleicht etwas weniger einseitig darstellen. Abschließend vielleicht noch einen Punkt.
Ich bin als FDP-Mitglied kein Freund von Frau Merkel unbedingt in vielem, was sie macht. Ich habe den Herrn Gauck damals als Wahlmann gewählt, aber ich finde, da kann man auch vieles kritisieren. Aber wenn Sie sagen, das sind Witzfiguren, wenn Sie über die höchsten Repräsentanten unseres Staates sprechen, dann finde ich, ist das einer ernsthaften Diskussion nicht würdig. Gut, dann lassen Sie mich zuerst zur Rolle Amerikas im Zweiten Weltkrieg etwas sagen. Man darf nicht vergessen, dass Amerika verbündet war mit Russland, mit Stalin. Man darf nicht vergessen, dass der gesamte osteuropäische Raum unter kommunistischer Herrschaft gefallen ist, dank Amerika. Das heißt also, es gibt ein etwas abgewogeneres Urteil über die Rolle Amerikas im Zweiten Weltkrieg wäre sehr wohl angebracht. Was die Völkerrechtsverletzungen angeht, Russlands und Amerikas, da würde ich sagen, Amerika hat zweifellos mehr Völkerrechtsverletzungen gemacht seit Ende des Zweiten Weltkriegs, als das. Und was die höchsten Repräsentanten unseres Staates angeht, da kann ich nur noch mal wiederholen, ich halte diese Personen für Witzfiguren und für mich sind nicht meine Repräsentanten. Ich habe nichts mit diesen Herrschaften zu tun. Ich würde gerne noch mal eine grundsätzliche Idee von Ihnen aufnehmen, das Europa der 1000 Liechtensteins, was ich sehr sympathisch finde. Wie sehen denn die Grenzen zwischen diesen 1000 Liechtensteins aus? Eher so wie die aktuelle deutsche Grenze oder so wie früher die deutsch-deutsche Grenze? Wie würden Sie die sich vorstellen? Na, je kleiner die Einheiten sind, umso mehr ist man auf Freihandel angewiesen. Das heißt also, die Grenzen sind natürlich offen. Das war auch im Deutschland des 19. Jahrhunderts war das nicht so, dass man dauernd angehalten wurde und Gebühren zahlen musste. Nein, je kleiner die Staaten sind, einmal müssen sie dann wieder zu einem Warengeld übergehen. Weil zu viele Papiergelder, das ist zu kompliziert. Und zweitens müssen, wenn Sie sich vorstellen, die kleinste Einheit wäre ja ein einzelner Haushalt. So würde ein einzelner Haushalt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt Autarkie, ich mache keinen Freihandel mehr. Ja, da wäre der Haushalt ist nach einer Woche ist er erledigt. Je kleiner die Einheiten sind, umso vernünftiger muss die Wirtschaftspolitik sein. Amerika ist groß genug, die können sich vom Rest der Welt abschotten. Das würde zwar ihren Lebensstandard reduzieren, aber die internen Märkte sind noch groß genug, dass die Leute da so halbwegs über die Runden kommen könnten. Aber stellen Sie sich vor, Liechtenstein würde sagen, wir machen jetzt keinen Freihandel mehr mit der Schweiz, Österreich, wir sind nicht mehr Mitglied der, wie heißt das, EFTA, European Free Trade Agreement oder so etwas. Liechtenstein wäre am Ende, nach einem Monat, würde ich sagen. Das ist jetzt die Perspektive der Baden. Wie wäre es mit den Menschen? Also wenn jetzt sich Wohlstandsinseln rausbilden unter diesen 1000 Liechtensteins, dürften die dann praktisch jetzt eben aufgrund der, oder von dem Hintergrund der aktuellen Situation... Personen, die eingeladen sind, dürfen kommen und gehen. Hat die Leute, die hierher kommen, irgendjemand eingeladen? Ich kann mich nicht, also Frau Merkel hat sie eingeladen, aber ich habe sie nicht eingeladen, Sie haben sie nicht eingeladen. Und Frau Merkel, die sie einlädt, lädt sie sich nicht ins eigene Haus ein. Die sollen, warum werden die nicht alle da vom Bundeskanzleramt abgeladen? Und dann schlagen sie ihr Zelt da bei Herrn Gauck auf. Nicht? So löst man die Probleme. Das heißt, auch da sieht man, die ganzen verantwortlichen Leute, diese ganzen Heime, die werden doch nie in solchen Bezirken angesiedelt, wo diese Herrschaften hausen, sondern immer da, wo sowieso schon die ärmsten Leute wohnen. Und dann spielen sie sich auch vor der Welt, was für eine tolle Frau das ist, die gesagt hat, ihr könnt kommen und wir lieben euch alle und so in dem Stil.
Sie liebt die doch nicht. Wenn sie sie liebt, soll sie sich ins Bett legen.